Das Gegenteil vom Anfang wäre dann wahrscheinlich das Ende.
Das Ende ist auch wirklich sehr gut. Aber wenn ich mit dem Ende anfange, dann ist es sehr schwer für mich, in den Mittelteil reinzukommen. Also fange ich vielleicht lieber mit dem Mittelteil an. Der Mittelteil ist hier. Und da mache ich einen sehr schönen Tanz. Und das Gegenteil vom Mittelteil wäre dann wahrscheinlich ungefähr hier. Und die Schuhe wären da. Und das Gegenteil von einem schönen Tanz wäre, ja, da würde ich wahrscheinlich gar nicht tanzen, sondern einen geschmacklosen Witz erzählen. Kommt ein Mann in die Bar und fragt, kann man hier ficken? Und dann sagt der Barkeeper, ja, also wir haben Uwe. Okay, alles klar, also wie viel kostet das? Das kostet 60. Aha. Okay, also ich gehe zu Uwe, gebe ihm 60 und dann funktioniert das. Nee, nee, nee. 20 sind für mich, weil ich sehe das nicht so gerne. Okay, alles klar, also 20 für dich und 20 für Uwe. Nee, 20 für dich und 40 für Uwe. Nee, sagt der Barkeeper. Siehst du den Fahrer da hinten? Der kriegt auch 20, weil er sieht das auch nicht gerne. Okay, also 20 für dich, 20 für den Fahrer und 20 für Uwe. Nee, sagt der Barkeeper. Siehst du die beiden Typen da hinten? Die kriegen auch noch jeweils jeder 10. Okay, und was haben... Eigentlich wollte ich in diesem Teil überhaupt gar nichts sagen. Und deswegen rede ich jetzt so viel. Zum Beispiel über die Eigenschaften unserer Seele. Bei der Analyse der Eigenschaften unserer Seele haben die Psychologen eine Eigenschaft immer übersehen. Ein Gefühl, das uns seit Ewigkeiten mitgegeben wurde. Ein paradoxes Etwas, das wir aus Mangel an Begriffen Verkehrtheit nennen können. Es ist eine Bewegung ohne Bewegung. Ein Anreiz ohne ersichtlichen Zweck. Oder ein Anreiz, dem wir nur folgen, weil wir fühlen, wir sollten es eigentlich lieber nicht tun. Zum Beispiel ein Geheimnis zu verraten, obwohl einen niemand danach fragt. Der Einfall wird zum Wunsch und der Wunsch wird zum Verlangen. Das Verlangen wird zum Bedürfnis und dem Bedürfnis wird unter tiefem Bedauern und mit herzlicher Reue stattgegeben. Oder wir haben eine Arbeit voraus, deren Aufschub unheilvoll wäre. Und wir glühen, verzehrender Eifer erfüllt uns, die Arbeit, deren ruhmvoller Ausgang unsere Seele entflammt, endlich zu beginnen. Die Arbeit muss und soll heute erledigt werden. Aber wir schieben es auf morgen. Warum? Es gibt keinen anderen Grund, als dass wir verkehrt fühlen. Der nächste Tag kommt und mit ihm ein ungeduldiges Verlangen, unserer Pflicht endlich nachzugeben. Und gleichzeitig fühlen wir eine angstvolle, weil unermessliche Begierde des weiteren Aufschubs. Und diese Begierde nimmt zu, je weiter die Zeit entflieht. Es ist die letzte Stunde, denn die letzte Stunde der Arbeit ist gekommen. Und das Handeln, so wir erheben uns unter dem Widerstreit der Heftigkeit von Entschiedenheit und Unentschiedenheit, aber wir ringen vergebens. Die letzte Stunde schlägt. Und es sind die Grabglocken unseres Strebens nach Erfolg. Und gleichzeitig ist es der Weckruf des Gespensts, was uns so lange im Griff hatte. Es fliegt weg und wir sind frei. Wir können nun endlich unsere Arbeit beginnen. Aber es ist zu spät.